Mein Name ist Jörg Beerwald, ich bin Geschäftsführer der Kunststoff Recycling Grünstadt GmbH hier in Grünstadt und betreibe das Geschäft hier oder bin Geschäftsführer hier seit 2018. Wir recyceln in Grünstadt diverse Kunststofffraktionen und haben im Jahr 2019 angefangen, ein neues Projekt aufzusetzen. Wir nennen es ReciPrime. Ziel des Projektes ist es, dass wir aus einem Post-Consumer-Kunststoff wieder einen Kunststoff herstellen in Form eines Granulats, dass wir diesen Kunststoff zur Produktion von neuen Verpackungen schwerpunktmäßig im Bereich HDPE, High-Density-Polyethylen, einsetzen. Das sind dann Flaschen oder aber auch Folienproduktionen. Ja, die Sortier- und Recyclinganlage, die wir hier jetzt aufgebaut haben, mit den beiden Lieferanten Stadler und Krones zusammen, ist deshalb etwas Einzigartiges, weil sie in der Größe und in der Zusammensetzung, wie wir sie hier haben, so im Markt eigentlich noch nicht existent ist. Dass die ganzen Materialien quasi online von der Ballenaufgabe bis hinten zum Regranulat in einem Produktionsprozess verarbeitet werden und alles durchgeführt wird, das ist ziemlich einzigartig. Die Verarbeitung des Inputmaterials bei uns, welches als Ballenware ankommt, branchenmäßig bezeichnet 329 HDPE, das ist die Bezeichnung im Rahmen der dualen Systeme, ist so, dass wir als erstes den Ballen bei uns auf der Sortieranlage aufgeben. Dann wird der Ballen in verschiedene Farben und Kunststoffarten sortiert, sodass wir dann eine Sortenreinheit in Farbe und Kunststoffart haben, bevor wir mit dem Material auf die Waschlinie draufgehen, das heißt auf die Zerkleinerungseinheiten, die Nassschneidmühlen. Von den Nassschneidmühlen aus geht das Material in einen Vorwäscher, dann in den Intensivwäscher, wo wir mit heißem Wasser waschen. Der Wasserkreislauf im Bereich der Heißwäsche ist bei uns separat. Es ist Prozesswasser, das nochmal verwendet wird nach der Absiebung, sodass man diese Zuschlagstoffe, Säure und Waschmittel einspart. Anschließend in Dichtetrennung. Danach den Nachwäscher. Dann haben wir den mechanischen Trockner, dann haben wir den thermischen Trockner, eine Windsichtung. Zu guter Letzt dann in der zweiten Holle bei uns hier die Nachsortierung der Mahlgüter und die Absackung der Mahlgüter bzw. anschließende Extrusion. Mit dem Verlauf des Projektes sind wir, was die Qualität anbelangt, des Endproduktes bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr zufrieden. Und das ist ja das Entscheidende auch für unsere Kunden, die dann das Produkt zu beziehen haben. Die Zusammenarbeit zwischen Stadler, Krones und uns als Unternehmen kann ich als sehr positiv bezeichnen, sehr professionell. Ich persönlich würde gerne wieder mit Krones zusammenarbeiten, wenn es ein nächstes Projekt in dieser Form geben wird. Ba-ba-ba-da-dum.